Herzlich willkommen, Herr Professor Lips, Herr Dr. Schöler zum Future Talk. Ich freue mich, Sie heute hier zu einem spannenden Gespräch, zu einem spannenden Austausch zu begrüßen. Herr Professor Lips, Holz wird ja seit jeher als der nachhaltigste Baustoff überhaupt gelobt. Und wir haben aber im Moment die Situation, dass die Rohstoffverknappung und auch der Klimawandel ganz andere Verbindungen, ganz andere Bezüge knüpfen zwischen Holz und Nachhaltigkeit. Holz ist knapp und teuer und der Branche droht der Stillstand, konstatierte ein großes Nachrichtenmagazin gerade im Mai 2021. Und da frage ich Sie als Holzwerkstoffexperte für angewandte Wissenschaft, wie schätzen Sie diese Situation ein? Danke, Frau Dr. Hahn, für Ihre Frage. Wir haben derzeit die unschöne Situation, dass wir trotz laufender oder voll an Volllast laufender Werke sehr schlechte Verfügbarkeiten an Holz haben. Das liegt daran, dass wir eben sehr viel mit Holz auch bauen wollen, weltweit, die entsprechend dazugehören. Und mit dieser schlechten Verfügbarkeit sind die Preise angestiegen. Wir waren bisher gewöhnt, dass wir Holz günstig und immer verfügbar haben. Wenn Sie eine Spanplatte mit einer entsprechenden Beschichtung auf Ihr Maß zugeschnitten entsprechend geliefert haben wollen, haben Sie das in 3 Tagen bekommen. Überlegen Sie mal, wie lange Sie auf Ihr letztes Auto gewartet haben. Das war also sozusagen unsere gefühlte Wahrheit, dass das eigentlich immer da ist und wir das also schnellmöglich bestellen können. Und jetzt sind wir an die Decke gestoßen und hat der Markt sehr nervös reagiert. Und wir haben auch sehr volatile Märkte im Ausland, die also dazu geführt haben, dass der Preis explodiert ist, das muss man schon sagen. Und dass wir jetzt wirklich eine unschöne Situation haben. Ich denke, das wird sich mit der Zeit beruhigen, vor allem der Preis, aber auch auf ein höheres Niveau einspiegeln. Weil wir einfach höhere Bedarfe haben und auch eine andere Sicht auf die Wertigkeit eines Holzproduktes in Gesellschaft und Politik und auch bei unseren Kunden, gerade wenn wir in Richtung CO2-Speicherung sprechen oder andere ökologische Vorteile. Ich glaube, das kommt so langsam zum Tragen. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir eben mehr Kunden haben für das Produkt Holz. Wir haben zum einen die Holzknappheit, aber wir haben auch die Preisexplosion in diesem Jahr 2021. Welche Auslöser haben wir da? Wir haben einen relativ großen Inlandsverbrauch in Deutschland. Wir auch gewollt. 2004, also vor einiger Zeit, gab es mal eine Charta für Holz. Da ging es darum, 20% mehr Holz zu verbrauchen. Da ging es also nur um das Mehr. Dann entsprechend politisch also gepusht, wenn Sie es so wollen. Und das hat Auswirkungen vor allen Dingen auf die Verbrennung von Holz gehabt. Wir verbrennen ungefähr die Hälfte unseres Holzes, was wir in Deutschland verbrauchen, um CO2-neutrale Energie zu erzeugen, die da entsprechend rauskommt. Und das ist also so bis 2014 gewesen. Es gibt eine Charta Holz 2.0, die sich besonders um intelligente Verwendung von Holz kümmert. Man hat also gesehen, nur mit mehr Verwendung stoßen wir natürlich schnell an die Grenzen. Und da geht es eher um Richtung Holzbau. Und das ist auch das, was derzeit wahnsinnig boomt, was natürlich auch politisch gewollt ist, weil wir mit solchen langlebigen Holzprodukten natürlich auch sehr viel CO2 speichern können. Das ist die eine Seite. Das andere ist, wir haben natürlich Exportmärkte, klassische, traditionelle Exportmärkte für Schnittholz in Asien, die schon lange laufen, die auch relativ stabil sind. Und dann eben die USA, die als Auslöser gesehen wird für diese Preisexplosion, weil die Preise dort extrem angestiegen sind. Nun kann man als Holzwerk nicht von heute auf morgen in die USA exportieren. Also so ein bisschen kritisch muss man das auch hinterfragen, ob das jetzt wirklich diese große Preiswelle in den USA, die zurzeit auch wieder runtergegangen ist, der Auslöser gewesen ist. Aber Sie sehen, wir haben jetzt eine ungewohnte Situation, ja, und wir werden sicherlich mittelfristig auch Verfügbarkeitsprobleme im Holz auch in Mitteleuropa bekommen. Und daran müssen wir uns erstmal gewöhnen. Da brauchen wir Lösungen dafür. Jetzt sind wir alle noch ein bisschen nervös, der Preis wird sich einspiegeln. Aber wir werden mittelfristig Lösungen brauchen für das Problem. Danke. Dankeschön für die Einschätzung. Herr Dr. Schöler, auch Sie herzlich willkommen. Sie begegnen dem Werkstoffholz ja aus der Perspektive der Simpelkamm-Forschung und Entwicklung. Welche Querverbindung besteht zwischen Holzwerkstoffindustrie und Nachhaltigkeit aktuell aus Ihrer Perspektive? Also ich möchte an den Professor Lips anschließen. Wir sind ja eigentlich eine Luxussituation gewohnt hier in Mitteleuropa. Wir haben eine sehr stabile, nachhaltige Holzversorgung immer gehabt und durch die genannten Gründe sehr viel Export nach China und einen ganz starken plötzlichen Export nach USA, die selber erhebliche Probleme haben, ist das alles so ein bisschen ins Rutschen gekommen. Und die Kunden sind dabei, sich umzustellen. Es wird also noch mehr recycelt, es wird noch mehr Altholz, noch mehr alte Möbel eingesetzt. Und von daher
verschiebt sich der Markt relativ schnell und es wird auch massiv nach neuen Rohstoffressourcen gesucht. Auch da sind wir traditionell ganz weit vorne. Die deutsche und europäische Papierindustrie zum Beispiel hat 60% Recyclingquote. Und ich denke, ähnliche Quoten braucht man auch für die Holzwerkstoffindustrie. Und das ist auch machbar. Und wichtig wäre, dass als Branche besser zu organisieren. Wir sind eine der größten und einflussreichsten Branchen in der europäischen Wirtschaft, was nicht immer so bewusst ist. Und ich denke, es ist einfach ein Organisationsproblem. Und man muss sich einfach klar machen, dass die Luxussituation, beliebige Mengen Holz zu sehr niedrigen Preisen, das ist einfach zu Ende inzwischen. Ihr großes Thema und auch das Thema Ihres Teams sind ja die alternativen Rohstoffe. Welche sprechen Sie da in der Regel an, wenn wir uns unterhalten über Nutzbarkeit für die Holzwerkstoffindustrie? Also ich sehe zwei wesentliche Punkte. Zum einen ist, was ich gerade schon erwähnt habe, verstärkte Nutzung von Altholz. Das läuft in sehr großem Maße. Alle Spanplattenhersteller benutzen insbesondere die Mittelschicht der Spanplatte als Senke für Altholz, für alte Möbel. Da gibt es auch Vorreiter, die da ganz stark in diese Richtung arbeiten, wie zum Beispiel IKEA. Andere Dinge, die langsam nach vorne kommen, ist zum Beispiel Papierfasern, die in der Papierindustrie nicht mehr verwendet werden können. Und da hat die Corona-Epidemie ganz starken Beitrag geleistet. Entschuldigung. Es gibt eine sehr hohe Faserfraktion, zum Beispiel aus den Verpackungen, die im Papier nicht mehr verwendet werden können. Und ich habe 5 verschiedene Projekte laufen im Moment in der Forschung, bei uns in der Entwicklung, die sich auf diese relativ schlechten Papierfasern stürzen, aus denen dann wieder Faserplatten gemacht werden. So, und eine weitere Ressource, die sehr intensiv bearbeitet wird, sind die sogenannten Einjahrespflanzen. Da sind wir seit über 20 Jahren dran. Das wurde immer so ein bisschen, nein, ich will nicht sagen belächelt, aber das war nie so der ganz große Fokus, obwohl wir da sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt haben. Und es gab dann eine Anlage in Bangladesch und dann gab es eine Anlage hier und es gab eine Anlage da. Also ich nenne mal ein paar Beispiele. Palme ist ein ganz wichtiger Punkt, sowohl die Ölpalmenplantagen in Südostasien, dann im Nahen Osten werden sehr große Mengen Dattelpalmen neu angepflanzt, die man sehr gut verwenden kann. Dann gibt es Bambus, ist eine der wertvollsten Ressourcen. Dann haben wir es geschafft, in den letzten Jahren ein sehr zukunftsträchtiges Reisstrohverfahren zu entwickeln. Wir machen also MDF mit vergleichbaren oder besseren Eigenschaften wie klassische Holz-MDF aus Reisstroh. Da haben wir eine Anlage in Kalifornien gerade in der Inbetriebnahme. Eine zweite Anlage haben wir nach Ägypten verkauft. Da gibt es nächstes Jahr den Startup. Also das halte ich für eine ganz ausgesprochen interessante Ressource. Dann alles andere, was einem so einfällt, Weizenstroh, wenn Reisstroh geht, geht auch Weizenstroh. Dann Jute, Bagasse, so die ganzen klassischen. Raps ist ganz wichtig, wird in großem Maßstab angebaut und der Pflanzenkörper steht dann zur Nutzung zur Verfügung. Also da gibt es sehr große Möglichkeiten und ich glaube nicht, dass die Holzwerkstoffindustrie untergehen wird, weil es kein Holz mehr gibt, sondern es gibt wirklich reichlich Alternativen, die man sehr gut nutzen kann und wo auch die Technologien eigentlich schon alle da sind. Wir haben Sie beide ja zu diesem Future Talk eingeladen als Experten für die Themen Holz, Holzwerkstoffindustrie und Nachhaltigkeit. Sie beide tauschen sich zu diesen Themen ja auch regelmäßig aus. Worin genau bestehen denn Ihre Berührungspunkte und gegebenenfalls auch gemeinsame Ansätze? Ja, wenn ich das mal aus der Sicht der Holztechnik in Rosenheim sehen kann, gibt es natürlich unterschiedliche Anknüpfungspunkte, vor allen Dingen in den klassischen Verfahren Effizienzen reinzubringen, also Prozesseffizienz, Werkstoffeffizienz, die entsprechend darauf ist. Da tauscht man sich sicherlich aus. Unser Kollege Professor Michanicke hat zum Beispiel Riesenschritte in der Energieeinsparung bei der Faserherstellung gemacht. Und wir haben auch natürlich unsere Studenten im Einsatz hier, letzte Masterarbeit war, glaube ich, gerade über dieses Thema Verfügbarkeit von Einjahrespflanzen weltweit, ja, gerade im Hinblick auf Reis und Stroh,
nur als Beispiel und zur Unterstützung, wir verbrauchen auf der Welt ungefähr so 2,4 Milliarden Tonnen. Wir rechnen immer in Kubikmeter, mal lass uns das mal umrechnen. Wenn wir 2,4 Milliarden Tonnen Holz verbrauchen, Anfall alleine von Reis und von Stroh sind ungefähr 1,4 Milliarden Tonnen. Das heißt also, das Potenzial ist riesig. Das ist jetzt nicht immer gleich nutzbar und verfügbar, aber es sind riesige Potenziale, die eigentlich dahinter stehen. Das sind natürlich auch Themen, wo man sich dann entsprechend austauscht und wo wir also an solchen Punkten bei Simplecamp dann zusammenarbeiten in Industrieprojekten, studentischen Arbeiten oder eben anderen Dingen. Und außerdem ist Simplecamp bei uns mit im Industriebeirat, da wo es eigentlich um die Zukunft geht, wie werden eigentlich unsere Ingenieure in der Zukunft die Holzwelt verändern müssen? Und da ist Simplecamp mit dabei. Und damit auch Sie. Damit auch ich. Und Professor Lepps und ich, wir haben gerade vor einigen Wochen noch mal intensiv uns ausgetauscht. Es wird einen Erweiterungsstudiengang Bioökonomie geben in Rosenheim. Und da haben wir also explizit besprochen, dass wir da auch noch mal Diplomanten, Masteranden austauschen. Und das steht also eigentlich unmittelbar bevor. Und von daher, der Professor Mechanikel als Kollege von Herrn Lepps ist ja schon erwähnt worden. Also ich denke, da kommen wir gut zusammen. Und Rosenheim hat einfach den Ruf, im Gegensatz zu anderen Fakultäten, die so ein bisschen eher an den Grundlagen arbeiten, Rosenheim hat einfach den Ruf, sehr praxisnah zu sein. Die Leute kann man unmittelbar einsetzen. Und bei Simplecamp suchen wir immer Nachwuchs, gerade in der Technologie, in der Holztechnik. Und von daher ist das eigentlich eine sehr schöne und seit Jahren sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Also wir haben da jetzt irgendwie, wir werden da schon gemeinsam schaukeln. Ja. Damit den Status quo, wechseln wir mal in die Perspektive, Herr Professor Lepps. Wohin muss sich denn die Holztechnik entwickeln, wenn wir diese zahlreichen Herausforderungen betrachten, die Sie uns gerade geschildert haben? Ja, wenn wir uns mal den Sektor, sagen wir mal Schnittholz, zusammengesetzte Schnittholzprodukte, Holzwerkstoffe angucken, gibt es, glaube ich, so einige Punkte, die will ich jetzt gar nicht priorisieren. Aber ich denke, wir werden uns, nachdem wir uns immer vorwärts integriert haben, mit Beschichtung, mit Aufteilanlagen und so weiter, auch wieder ein Stückchen rückwärts integrieren müssen. Wir brauchen die Hand auf die Verfügbarkeit von unseren Rohstoffen. Bisher war das ein freier Markt, wir konnten also einkaufen. Wir müssen überlegen, mit welchen Partnerschaften wir zusammenarbeiten. Wir müssen vielleicht auch neue Wege gehen. Wir haben vor Jahren zum Beispiel mit einem relativ großen Unternehmen in der Slowakei untersucht, ob man Kurzumtriebsplantagen nutzen kann als Einsatz für eine Spanplattenproduktion. Läuft auch derzeit 30% Einsatz von Kurzumtriebsplantagen. Das heißt also, wir müssen uns um die Verfügbarkeit auch selber kümmern als Branche, denke ich. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein wichtiger Punkt ist auch natürlich die ökologischen Vorteile von Holzprodukten, dass wir CO2 speichern, auch für längere Zeit speichern, brauchen also auch werthaltigere Produkte, die länger leben als eben so ein schnelles Wegwerfteil, was da entsprechend rauskommt. Aber wir müssen uns darum kümmern, das dem Kunden und der Politik auch besser zu vermitteln, und wir müssen es auch umsetzen. Ja, das heißt also, wir müssen nicht nur, weil wir mit dem Werkstoff Holz umgehen, sind wir sofort nachhaltig und ökologisch, zumindest nicht in den Augen der Kunden. Wir müssen also schon zeigen, was wir da tun. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, wir werden weiter an den Effizienzen arbeiten müssen. Ganz wichtig. Ja, das heißt also, nicht zu fragen, wie viel Kilogramm Holz kann ich verkaufen, sondern wie viel Wert kann ich mit einem Kilogramm Holz schaffen. Das ist, glaube ich, die Fragestellung in der Zukunft, dass wir intelligente Produkte haben, wo wir nicht so viel Material verbrauchen. Wir können jetzt also nicht mehr aus dem Vollen schöpfen und sagen, na gut, dann nehmen wir halt eine 22 mm Spanplatte, obwohl eine 19er reicht. Wir müssen also überlegen, wie wir solche Einsätze dann auch tun. Wo sehen Sie denn, Herr Dr. Schöler, die Zukunft der Holzwerkstoffindustrie mit dem Fokus auf nachhaltiger Produktion? Also Nachhaltigkeit ist ja eigentlich eine Erfindung der deutschen Holzwirtschaft, unmittelbar nach dem 30-jährigen Krieg, wo es irgendwie gar nichts mehr gab. Da gibt es also Darstellungen, da steht ein Baum irgendwo einsam rum und sonst war gar nichts mehr. Von daher, denke ich, fühlen wir uns als Forst- und Holzleute der Nachhaltigkeit in besonderem Maße verpflichtet. Und die Instrumente sind ja alle da. Und Nachhaltigkeit heißt ja nicht nur eine organisierte Forstwirtschaft, sondern eben, was Herr Lepps gerade sagte, man muss auch den Markt ein bisschen organisieren und man muss halt eine vernünftige Kaskadennutzung einführen.
Und wir beide sind nicht so die größten Pellet-Fans, weil da doch die Hälfte ungefähr verbrannt wird. Und wir denken beide, dass man das intelligenter machen könnte, indem man eben das Holz so lange wie möglich in der stofflichen Nutzung hält, so wie es die Papierindustrie ja seit Jahrzehnten vormacht, dass immer wieder recycelt wird und nur das, was gar nicht mehr geht und keine Blattbildung mehr ermöglicht, dann ausgeschleust wird. So. Und ich behaupte mal ganz frech, keine Branche ist näher an der nachhaltigen Wirtschaft und an der CO2-neutralen Produktion als die Holzwirtschaft. Wir haben eigentlich sowohl vom Mindset, man ist ja stolz darauf, ja, und Sustainability ist so ein Modebegriff, aber die Nachhaltigkeit ist halt ungefähr 400 Jahre alt. Und der Gedanke der Nachhaltigkeit. Und von daher denke ich, zum einen sind wir vom Mindset ganz, ganz nah dran und zum anderen sollten wir uns auch verpflichtet fühlen, damit sehr, sehr gutem Beispiel voranzugehen. Und ich bin also fest davon überzeugt, dass wir alle zusammen in der Holzwerkstoffbranche es innerhalb sehr kurzer Zeit schaffen werden, CO2-neutrale Produktionen aufzubauen und da die entsprechenden Methoden anzubieten, vielleicht auch über unseren eigenen Markt hinaus. Sie haben eine sehr lebendige und eine sehr umfassende Situation geschildert und eine Perspektive. Gibt es da im internationalen Vergleich identische Herausforderungen oder sehen Sie Unterschiede? Also es gibt identische Herausforderungen. Für uns alle werden die Ressourcen knapp. Das gilt weltweit. Simpelkamp hat 90% Exportanteil, deshalb müssen wir uns der internationalen Situation stellen. Es ist zum Beispiel bekannt, dass in Amerika, die sich niemals Sorgen gemacht haben, jetzt plötzlich die Rechte für zum Beispiel Southern Yellow Pine mehr oder weniger versteigert werden oder politisch verteilt werden. So, noch viel dramatischer ist die Situation natürlich in Ländern mit einer hohen Bevölkerung und wenig natürlichen Ressourcen. Ich nenne als Beispiele jetzt mal Nordafrika, wo sich im Moment sehr viel entwickelt, oder Indien mit einer sehr großen Bevölkerung und fast keinen eigenen Holzressourcen, oder auch China. China ist ja eine der großen Senken, wie wir eben schon diskutiert haben, im internationalen Holzhandel, und die saugen alles auf, was sie kriegen können. So, und wenn man das jetzt umstellt, Indien hat zum Beispiel sehr viel Reisanbau. Da könnte man praktisch die gesamte indische Plattenindustrie könnte man mit dem Reisstroh füttern. Ähnliches gilt für China oder Nordafrika mit sehr umfänglichen Pflanzungen von Kurzumtriebsplantagen, aber überwiegend eben Dattelpalmenplantagen, die man sehr gut nutzen kann. Auch dann nochmal der Hinweis auf die bereits verkaufte und im Lieferzustand befindliche Reisstrohanlage für Ägypten. Das sind alles Dinge, die gerade bei solchen Ländern sehr gut aufgenommen werden, auch politisch sehr weitgehend unterstützt werden. Und von daher, die Probleme sind irgendwie alle gleich, überall gleich, aber ich denke, wir werden das schon hinkriegen. Wenn wir uns mal dem Holzverbrauch zu, Herr Professor Lepps, welche Treiber sehen Sie da in den nächsten Jahren? Ja, ich denke, dass wir den Holzverbrauch, wenn wir es jetzt erstmal wieder auf Mitteleuropa beziehen, doch der Holzbau eine ganz entscheidende Rolle spielen wird, auch im Verbrauch. Dann entsprechend ist ja schon immer, weshalb schneide ich einen Baumstamm ein, größtenteils um daraus Bauprodukte zu erzeugen. Und aus den Resten mache ich Holzwerkstoffe, um das mal ganz grob zu beschreiben. Aber wenn natürlich der Holzbau boomt, wird natürlich auch mehr Holz eingeschnitten. Das wird ein großer Treiber sein. Und Sie sehen auch, in jeder größeren Stadt entstehen relativ große Holzbauten, auch sehr schicke, wird auch als schön, als nachhaltig empfunden. In der Architektur dreht sich das gerade. Ich hoffe, wir können das alles liefern, was die jetzt alles brauchen, das dann entsprechend dazugehört. Das heißt also, der Inlandsverbrauch wird auch weiter steigen. Und wir haben immer noch das Thema Verbrennung, CO2-neutrale Erzeugung von Energie ist natürlich schon ein Thema. Ja, wo sollen die Energien herkommen? Die großen Konzerne wie BASF oder irgendwelche anderen schreiben sich auf die Fahne, möglichst schnell CO2-neutral zu werden. Wir haben große Windparkanlagen vor der holländischen Küste gekauft, zum Beispiel die Firma BASF, und werden sicherlich auch auf biobasierte Grundwerkstoffe in der Chemie zugehen werden und
da muss das auch irgendwo herkommen. Das heißt, sind irgendwelche Pflanzenreste, über die wir gerade gesprochen haben, oder eben auch natürlich Holz, weil die Verfügbarkeit hoch ist, weil ich sehr kompakt auch einkaufen und transportieren kann. Das wird sicherlich ein neuer Spieler am Markt werden, wenn wir sagen biobasierte Grundstoffe und biobasierte Produkte, eben anders, als wir sie jetzt schon kennen. Das wird sicherlich als Treiber noch mit dazukommen, sodass wir mindestens 3 Spieler auf dem Markt haben, und die sich um das Rohholz oder den Anfall von Holzresten kümmern. Und deswegen glaube ich schon, dass, wenn wir aus Sicht der Holzwerkstoffindustrie da reingucken, dass wir da die Hand drauf haben müssen und müssen einmal natürlich gucken, dass wir die wichtigen Ressourcen Holz in der Hand behalten, ein Jahrespflanzenalternativen, und das Thema Recycling ist ein Riesenthema. Ja. Wenn wir uns das Thema, auch wenn es nicht ganz zur Frage passt, wenn wir uns das Thema Spanplatte angucken, das Image daraus ist billig und riecht nach Formaldehyd. Von diesem Image müssen wir einfach wegkommen. Vielleicht müssen wir da einen ganz anderen Blick drauf machen. Warum nicht 100% Recycling in der Spanplatte? Die Italiener machen das vor. Und dann offensiv auch verkaufen und nicht sagen, verdruckst, weil unsere Zwischenverarbeiter der Möbelindustrie das nicht so gerne mögen, drucksen wir da immer ein bisschen rum. Aber unser Endkunde will ein Recyclingprodukt haben. Und dann braucht man natürlich noch einen biobasierten Klebstoff. Da kommt dann wieder BASF ins Spiel. Das heißt also, das bleibt schon spannend bei den Treibern. Man merkt Ihnen beiden so an, dass Sie auch für die Forschung leben, dass Sie wirklich dieses Thema auch schon seit Jahrzehnten verfolgen. Einmal aus der Perspektive der Hochschule, Sie aus der Perspektive der Industrie. Nochmal an Sie, Herr Professor Leps, welche Forschungsansätze sind die, auf die Sie sich konzentrieren, wenn wir uns jetzt diese großen Fragen rund um das Thema Nachhaltigkeit und Holztechnik noch mal anschauen? Ja, wenn Sie mich persönlich fragen, geht es eigentlich schon seit Jahren zusammen mit meinem Kollegen Thorsten Ober, der die Möbeltechnik sozusagen macht, um das Thema Leichtbau, weniger Einsetzen von Material in Ausstattungsgegenständen wie Möbelinneneinrichtungen, die entsprechend dazugehören. Wir haben also schon größere Projekte mit Rubbermaid, mit IKEA und so weiter entsprechend gemacht, um einfach Leichtbau nicht als technisches Spielzeug anzusehen, sondern ganz klar zur Ressourcenschonung. Aber wir werden, und da sind wir auch dran, natürlich auch andere werthaltigere Einsatzfelder für Holz finden müssen. Wenn Holz teurer wird, müssen sie natürlich auch andere Produkte daraus machen. Gerade ein großes kooperatives Forschungsprojekt mit vielen Holzinstituten in Deutschland zusammen, da geht es um Holz im Maschinenbau. Ja, da wird dann bestimmt noch spannend. Jetzt sind wir noch bei kleinen Hummackmaschinen, aber warum kann man das Holz nicht auch als statisches Grundelement natürlich im Maschinenbau nutzen? Und Holz im Automobil ist ohnehin ein Riesenthema derzeit, weil natürlich mit neuen Antriebstechniken auch neue Karosserieformen kommen und natürlich auch neue Werkstoffe, die dabei sind. Das wäre so, sagen wir mal, andere Anwendungsfelder und Funktionalisierung von Holz. Das heißt also, welche Funktionen können wir auch bei den traditionellen Holzwerkstoffen eigentlich unserem Kunden noch mitgeben? Nehmen wir mal so ein Beispiel. Ich hoffe, die Leute aus der Sägeindustrie köpfen mich nicht dafür, aber gucken Sie sich mal so einen Brettschichtholzträger an in der Halle. 20 Meter lang, Meter hoch im Durchschnitt und vielleicht 40 Zentimeter breit, der dann entsprechend rauskommt. Da haben wir oben 8 Kubikmeter Holz verbaut. Bestes Holz. Was kann dieser Träger? Der kann das Dach halten. Das ist alles. Ja, warum speichert der nicht Wärme? Warum leuchtet der nicht? Der Kunde hat einen anderen Blick, der will da vielleicht Lüftung hinbauen, der will da ein Kabel durchziehen und so weiter. Das liefern wir alles nicht mit. Wir liefern da ein großes Stückchen Holz. Und an diesem einfachen Beispiel sehen Sie, wir müssen auch natürlich Funktionalitäten im Holz haben. Warum gibt es nicht mehr Energiespeicherung da drin? Oder ich übertreibe mal, warum leuchtet der Träger nicht nachts? Ja, das heißt also, solche Funktionalisierung natürlich nicht so weit hergeholt, wie es jetzt haben. Da müssen wir sicher drüber nachdenken, um den Werkstoff Holz natürlich dann auch eine andere Wertigkeit auch aus Sicht des Kunden zu geben. Neue Funktionalitäten, neue Wertigkeit. Herr Dr. Schüller, Sie und Ihr Team sind ja auch aktiv in der Forschung. Worauf zielen Sie ab? Also wir zielen ganz stark darauf ab, eben zusätzliche Rohstoffquellen zu erschließen. Das wird ganz stark nachgefragt im Markt. Dann ein ganz genereller Trend ist Leichtbau. Die Produkte sollen immer leichter werden. Das ist zum einen eben Verfügbarkeit, aber über die Verfügbarkeit steigt eben der Einstandspreis für unsere Kunden dann erheblich. Und ich kann das auch wieder am Beispiel der Spanplatte festmachen. Die typische Dichte der Spanplatte lag so bei 650, 660 Kilo. Und trotzdem da jetzt Unmengen an Altholz reinkommen und die Leime immer kritischer gesehen werden und auch reduziert werden, sind so die Marktführer inzwischen bei 620 Kilo.
So, das ist schon mal eine ganz gute Einsparung. So, und wir haben vor einigen Jahren die Firma Homburg gekauft. Da haben viele drüber gelächelt. Die Firma Homburg verfügte aber traditionell über eine inzwischen 90 Jahre alte Zerspanungstechnologie, den sogenannten U-Zerspaner. Und da macht man eben nicht kubische Späne, so wie es lange üblich war, sondern flache Späne. Und wir haben diese alte Technologie so weit aufbereitet, dass wir zum einen wieder unseren Kunden sogenannte U-Späne, also flache Späne, die eine viel höhere Biegefestigkeit und Tragfähigkeit haben als die klassische Spanplatte. Und wir haben es sogar geschafft, und da sind wir besonders stolz drauf, diesen klassischen Zerspaner auch irgendwelche Schwachhölzer, Resthölzer. Das Beste, was wir gekonnt haben, ist Straßenbegleitgrün, was wir bei der Stadt Krefeld gekauft haben. Da haben wir flache Späne rausgemacht. Das hat uns keiner geglaubt. Wir haben es aber hingekriegt. So, und mit dieser Technologie landen wir dann nicht bei 620 Kilo. Zur Erinnerung, wir kommen von 650, sondern dann sind wir dann irgendwann mal 580 Kilo bei gleichen Eigenschaften oder vielleicht sogar besseren Eigenschaften. So, und das sind so Ansätze, und plötzlich haben sie dann 10-15% Gewicht gespart. Und wenn sie Holz sparen, spart der Kunde ganz viel Geld, weil er weniger Holz kaufen muss. Und da sich der Leimgehalt am Holz, an der Masse Holz orientiert, spart er auch noch Leim. Und er spart auch noch Energie, weil er weniger in der Presse aufheizen muss. Und am Ende des Tages kann er sogar noch schneller fahren, weil je leichter die Platte, desto leichter entdampft sie. Und dann kann ich auch noch ein bisschen schneller fahren und die Produktivität mit meinem gegebenen Setup in der Anlage steigt. Also wenn man das richtig anfängt und weiß, wie man es macht, kann man da richtig was rausholen. Herr Professor Lebs, die Verbrennung von Holz zur Erzeugung von Bioenergie, die sehen Sie kritisch. Warum? Lassen Sie mich noch mal ganz kurz da einhaken. Okay. Dann mache ich das. Ja. Okay. Also nur eine Anekdote dazu. Vor 30 Jahren habe ich in der Holzwerkstoffindustrie angefangen bei der Deutschen Novopan, dem ältesten Spanplattenwerk in Deutschland, und habe als erstes die Simpelkamp-Etagenpresse optimiert, also mich hingestellt, das angeguckt, bis der ganz alte Produktionsleiter vorbeikam, mich in den Arm nimmt und sagte, Herr Lebs, seine Spanplatte wird auf dem Holzplatz gemacht. Und er sollte Recht behalten. Das heißt also, die Aufbereitung der Späne, des Einsatzmaterials und auch die Trocknung ist der entscheidende Faktor. Natürlich gehört eine gute Presse dazu, um daraus ein Produkt zu machen. Aber ich glaube auch, dass wir in der Holzwerkstoffindustrie wieder den Blick auf den Holzplatz wenden müssen, gerade was das Thema Recycling, Spanform, Spanaufbereitung angeht. Das haben wir, glaube ich, ein bisschen aus dem Fokus verloren, weil wir so schöne neue geile Pressen hatten, die jetzt sehr gut laufen, aber wir müssen jetzt also die Spanaufbereitung dann entsprechend machen. Verbrennung von Holz kann man zweischneidig sehen. Natürlich werden wir, und wir machen es in der Branche ja auch, werden wir diese Möglichkeit nutzen, CO2-neutral Energie zu erzeugen. Für mich gehört das aber am Ende des Prozesses. Ich glaube, wir können mit dem Holz was Besseres machen, als es in Sekunden wieder in CO2 zu pulverisieren und damit das wieder an die Atmosphäre zu geben. Wenn Sie sich so ein frisch gepresstes Holzpellet angucken, da hat 80 Jahre der Baum im Stamm dieses Material gespeichert, zusammengedrückt, und Sie verbrennen es innerhalb von Sekunden und geben faktisch das CO2 wieder frei. Sicherlich ist intelligenter eine Kaskadennutzung, das heißt also, erst die stoffliche Nutzung und das möglichst noch in mehreren Kreisläufen, erst im Holzbau, dann vielleicht Möbel draus machen, Verpackung, ja, irgendwelche Verpackungsreste, die entsprechend daraus entstehen. Und wenn ich es dann nicht mehr kann, oder Reste während der Produktion, die kann ich natürlich verwerten, um Energie darauf zu machen. Also deswegen sollte man jetzt die Verbrennung von Holz nicht verteufeln, aber man muss wissen, an welcher Stelle der Nutzung sie wohl stehen sollte. Das Stichwort Kaskadennutzung, das ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Können Sie uns da noch mal kurz erklären, was genau darunter zu verstehen ist und warum diese Nutzung aus Ihrer Sicht auch so wichtig ist? Ja, ich glaube, dass wir in den Köpfen haben müssen, wenn wir uns das neu angucken, wenn wir Klimaziele erreichen, dass wir mit Holzprodukten, wenn wir die also herstellen, nutzen, auch CO2 in erheblichem Maße speichern, die da entsprechend rauskommen. Und wenn wir sie verbrennen, geben wir es also wieder frei. Das heißt also schon, dass wir die Speicherzeit von CO2 nicht nur im Stamm haben, sondern auch im Holzprodukt, wenn wir es nutzen, am Ende erst verbrennen, nach 80 Jahren oder was auch immer. Das ist eigentlich Kaskadennutzung. Wenn wir uns das angucken für Werkstoffe, gibt es eigentlich immer die Dreierregel: Reduce, Reuse, Recycling.
Ja, und das können Sie mit Holzverbrennung halt nicht machen. Ja, dann, wenn wir uns also die stoffliche Nutzung angucken, Leichtbau, das Thema kam gerade, was da entsprechend dazu gehörte. Das zweite ist Reuse. Ja, wie wir das wahrscheinlich alle gelesen haben, IKEA macht in Schweden schon Rücknahme ihrer Möbel und Wiederverkauf, die da entsprechend rauskommt. Recycling, das Thema hat man mit der Spanplatte, möglichst so viel wie möglich und dann am Ende verbrennen. Ja, das wäre also sozusagen die Viererregel dann entsprechend. Dann noch einmal zum Abschluss das Thema Holzfalle. Das ist auch ein prägnantes Schlagwort. Welche Lösungen sehen Sie aus der Holzfalle? Ich glaube, das haben wir jetzt hier gut andiskutiert. Verfügbarkeit, Aufkommen, wieder in die eigenen Hände kommen und nicht nur sagen, da sind die Förster und da müssen wir uns darauf verlassen, dass es einen freien Markt gibt. Dafür gibt es einfach zu viele Spieler, die entsprechend dazu rauskommen. Nutzung von Einjahrespflanzen, anderen Optionen, die da rauskommen. Ein Werk, die nutzen Gärreste aus Biogasmeiler und daraus und fügen das in die Faserplatte ein. Das sind also, die ersten Schritte werden also auch schon gemacht, die entsprechend dazugehören. Wir müssen ja nicht über 100% Einsatz von Stroh und so weiter reden. Effizienz, Leichtbau, haben wir gerade darüber gesprochen. Also, dass wir weniger an Rohstoffen verbrauchen und damit aber auch werthaltigere Produkte machen, müssen in andere Anwendungsbereiche rein und wir müssen die Funktionalität unserer Produkte natürlich deutlich erhöhen. Dankeschön für die Eindrücke, Herr Dr. Schöler, Ergänzungen? Also die Verbrennung ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert, ist zum einen eine ganz starke Konkurrenz, wobei man zugeben muss, in den Anlagen werden Reststoffe verbrannt. Das macht dann auch Sinn, das sind halt Rinden und irgendwelche Zuschnitte, die dann eben zur Energieversorgung benötigt werden. Aber auch da sind wir wieder sehr ökologisch unterwegs, auch Richtung CO2-Neutralität in den Werken, einfach weil das, was vorne reingeht, eigentlich zu 100% in einem Werk genutzt wird. Die letzte Steigerung ist, wir bieten auch Kesselhäuser an, wir können auch Kraft-Wärme-Kopplung anbieten und deshalb hat man aus dem, was im Werk drin ist und was wirklich nicht mehr weiterverwertet werden kann, macht man dann zum einen Wärme für den Pressenbetrieb und den Trocknerbetrieb, zum anderen aber eben auch noch Elektrizität und damit schließt sich dann der Kreis und das ist eine viel bessere Nutzung als die Pellets zu machen. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Ja, Herr Professor Lips und Herr Dr. Schöler, wir waren heute zum Future Talk im Gespräch. Viele, viele Anregungen und ich danke Ihnen beiden sehr, sehr herzlich dafür, dass Sie uns auch so anschaulich diese Ausführungen gegeben haben und ich wünsche Ihnen beide ganz herzlich viel Erfolg bei Ihrer weiteren Arbeit, auch der gemeinsamen Arbeit. Dankeschön.